Und wer macht Ansage? Du. So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Rainbow Six Vegas 2. Nach dem schrecklichen Part von Rainbow Six Vegas 1, das wir leider nicht Let's Playen, er ist weg. Da ist er. Let's Playen wir jetzt den zweiten Teil. Weil der erste Teil einfach zu... Was war er? Zu... komisch. Doof für uns, ja, weil genau. Erstens, die Key-Einheiten waren total wortwörtlich dumm. Und die Story wurde im Koop-Modus nicht erzählt. Ja. Und wir wussten nicht, wo wir hin müssen, also abgebrochen. Niemals hochladen. Wenn du wüsstest. Also ich hab die Dateien auch noch. Ja, ne? Also gehen wir mal rein. Ich hab sie fertig gerettet. Ja, ja, ich auch. Oh, ja, gut. Fisch. Hallo? Ist eine Weile her, die. Oh ja. Sie sehen anders aus. Ich möchte Ihnen unseren Unterhändler vorstellen. Lieutenant Monroe. Lieutenant? Unsere Geiseln waren hier, um einen neuen Funkturm einzuweihen. Revolutionäre Technik. Die EU ist bereits auf diese Station angewiesen. Das sind ambitionierte Männer. Ach, der redet. Offen gestanden sind die Verhandlungen nur Ablenkung. Team Alpha ist vor Ort, Sie leiten Team Bravo. Wir umzingeln die Anlage und wenn beide Teams bereit sind, befreien wir die Geiseln. Monroe hält sie auf, während wir uns bereit machen. Mal sehen, was unsere Rekruten können. Okay, so machen wir's. Bravo zu mir. Passen Sie auf sich auf. Sowieso. Ich glaube, im nächsten Part mache ich die Helligkeit runter. Bei mir ist auch ziemlich hell, aber egal. Geh da weg. Mann. Ich hab mal eine Stufe runtergemacht, die Helligkeit. Und schon ist die Frame-Rate ein Tick höher. Das ist jetzt irgendwie komisch. Wer will, willst du? Komm, mach ihn kaputt. Vergiss nicht, ich bin ein paar Levels höher. Okay, wir leveln sowieso eigentlich gleichzeitig. Jeder, wer tötet, der tötet denn. Danke, also geht die erste Runde wohl auf dich. Das halt war eigentlich du, aber egal. Warum bist du eigentlich ein Mann? Weil ich das immer bin. Sogar Nein. jetzt im. Doch, sogar jetzt im Moment. Wir haben das Dach erreicht. Schöne Aussicht. Was? Komm zu mir. Halt, beim ersten Mal warst du kein Mann. Ja, beim ersten Mal, ich meine... Dann hast du genau das, was ich bin. Was? Eine Frau, eine japanische Frau. Asiatische Frau. Echt? Okay. Weiß ich... Das sind unsere! Schalldämpfer aufsetzen! Ja... Ich bin bereit, keine Sorge. Das war alles ein Plan. Das war jetzt... So, jetzt ist es aber meiner. Hier... Ja. Was passiert? Danke. Wenn man was Schlechtes macht. Oh Mann, ey, ist schon der erste Fail. Juhu! Die waren so, Pistolen. Pistolen! Ja, wer war? So. Hast du Schalldämpfer? Jetzt schon. Ich hab mich nämlich gewundert. Ich schieß den Kerl so leicht ab und dann. Achso, das sind wieder unsere. Ja, nee. Zurück zu mir. Lalila, exit. Ach, deine Option. Dein Scharfschütze. Du hast auch ein Scharfschützengewehr, oder? Nee. Das ist immer. Hä, der lebt noch? Wow. Das hast du ja immer Scharfschütze genommen. Ja, aber ich konnte ja nicht, weil ich noch kein Level hab. Was zum... Hätte. Leute, wir wissen nicht, was da abgeht. Hat das Spiel verlassen? Ich hab nichts verlassen. Wer, du jetzt oder ich? Also, ich bin noch im Spiel drin. Die sind zum Hauptmenü zurückgekehrt, da die Verbindung zum Lobby-Server abgebrochen ist. Die Verbindung zu dir ist abgebrochen. Wieso? Bleibt hier. Wupp. F9.
Wieder da. Wir hatten irgendwie technische Schwierigkeiten mit Ubisoft. Genau. Ubisoft hat uns gefeuert. So, du diesmal. Also. Ja, da. Da sind wir zwei. Ja. Ich hab nicht mehr irgendwie... Stimmt meine Pistole nicht. So eine tolle Pistole habe ich nicht. Ich habe nur die Anfangspistole. Ja, du bist auch Level 1. Dämpfer ab. Nee, ich bin Level 2, glaube ich. Egal. Schalldämpfer aufsetzen. Warte. Wir müssten hier doch nicht stehen. Oh, ich muss die mal her... Nee, du musst die mal herholen. Die anderen mit. Genau. Oh, wir können ja einfach. Zu mir. Ja. Kommt so einer, ich gehe dort hinten durch die Tür. Moment und. Warte, wir hatten noch ein Snackcam. Keller? Das ist doch egal. So, 3, 2, 1, go. Toll. Ich habe ja gar nichts machen müssen. Oh, Rauch. Du bist schon mal Kilometer vor mir und hast einen Checkpoint erreicht. Ja. Du rechts, ich links. Jo. 3, 2, 1. Meins. So, das war's. Klasse. Aber denk an meine Worte. Jede Handlung hat eine Konsequenz. Nicht aufs Bauchgefühl verlassen. Nachdenken. Ja, ich weiß. Nicht aufs Bauchgefühl verlassen. Das ist das irgendwie das Komischste, was ich jemals gehört habe bei so einem Shooter-Spiel. Sniper. Obwohl, doch gar nicht. Meiner. Wenn er dann mal... Der lebt noch. Ah! Wieso treffe ich den denn nicht? Ziemlich gut, aber nicht mal annähernd, Mike. Ich brauche eine neue Waffe. Ich auch. Definitiv. Wie kann ich eigentlich dir Waffen geben? Kann ich denen geben? Mausrad, oder? Dir Waffen geben. Ach so, gar nicht. Aber wir können die Waffen des Gegners benutzen. Also ich nehme den ganz links und den in der Mitte und du den ganz rechts, okay? Mit C kannst du dich umdrehen. Oh, das wird nix. Du sollst den doch machen. Bombs. Wo bist denn du? Ja, ich bin tot, weil der mich abgeschossen hat. Ist aber wieder typisch, ne? Ja, ich hab doch gesagt, mach du den ganz rechts. Und du machst gar nichts. Ich hab ihn nicht gesehen, ich dachte, du meinst den da. Nee, warte. Den hier. Checkpoint erreicht. Jo. Ich hoffe, die Aufnahmen werden nicht zu groß. Ja, das hoffe ich auch. Sorry! Hab ich dich hier verwählt. Hab mich verwählt. Ja, ich hab die Tür verwählt. Guten Tag. Man kann sich immer verbessern. Ich war perfekt. Fragen Sie. Dies ist dein Team. Oh. Vertrauen ineinander ist wichtiger als alles. Wir arbeiten zusammen und wir schützen uns gegenseitig. Alles andere ist egal. Verstanden? Ja, Sir. Ich hab ne Shotgun. Und so? Soweit alles klar? Klar. Gut. Ja, ich komme. So weit, so beeindruckend. Danke, Sir. Wieso stehst du da? Weil ich auf dich warte. Ach so, ist aber nett. Was machst du hier? Hä, wo denn? Bist du Ach, Blitz? Hier! Hallo! Jetzt geht's aber los, ey. Meine? Ah, genau. Du. Da, nehmen sie. Oder nee, Quatsch. Toll. Da liegt sie doch. Nein. Was ist denn das für eine komische Pistole? Welche? Das ist meine, die ich habe.
Die habe ich. Egal, vergiss es. Hä, wieso werfe ich denn die? Warte mal. Das ist mein. Ey, jetzt ist egal. Die du jetzt da hast, das da ist das da, das du jetzt hast? Ja, da? Die will ich aber nicht. Ich will lieber die Shotgun. Bereit. Ist ja typisch er. Ja. Achso, ja, hier. X. Wir bleiben still. Z. Kein Schuss, bevor Alpha das Zeichen. Kein Schuss? Doch. Z. Was wird es hier? Wir müssen weiter. Ja, ist doch richtiger Weg, oder nicht? Ja, hier lang. Das Nachtsichtgerät sollten Sie mal verbessern. Wieso? Das ist ziemlich lila. Du leuchtest gelb. Ja, Oh Gott. Das ist auch nicht Nachtsicht, sondern Wärme. Wärmebildsichtkamera-Ding. Ja, jetzt musst du die hierher rufen. Okay, keine Sorge, ich werde das schon erledigen. Nein, das funktioniert nur mit, mit dem Kameraden. Das kann dauern. Ja. Ich komm denen mal entgegen. Was? Wow. Im Eilschritt. Auf dem Weg. Oben in Position. Was? Die sind wahrscheinlich nicht mal da. Die sind nicht mal hier oben, da bei diesem Abseilen. Wo sind die überhaupt? Ja, ich glaub, sonst entschärfe ich das selbst. Geht es? Los. Die sind gerade am Abseilen. Wie ich hier feststellen kann. Mhm, stimmt. Jetzt. Die sind oben? Ja. Okay, gerade Kommandos mit. Boah, die sollen mal schneller machen. Da laufe ich ja schneller. Ich renne nicht mal. Liegt daran, dass das. Ich kann im Moment ja im Buch lesen, ne? Ja. Kein Problem. Lese ich euch einfach mal etwas vor. Wow, Wahnsinn, Conan! Naja, Fußball spiele ich auch schon seit der Grundschule. Ich muss mich konzentrieren. Es macht mich nervös, wenn sie mir über die Schulter gucken. Super. Tag alle miteinander. Komischer Kerl mit Brille. Nein, wirklich. Der Typ, der Conan schreibt, der ist. Das ist ein komischer Kerl mit Brille. Ich werde immer teleportiert hier. Ich muss mir, glaube ich, auch mal die Comics kaufen. Egal. Das sind keine Comics, das sind Mangas. Egal. Nicht egal, das sind Mangas. Mangas! Dass die mich nicht sehen. Ja, oder mich. Hey, Leute, hallo. Das sind ja auch unsere. Ich möchte, dass sie die Guten sind. Sind wir. Genau. Wenn sie die Geiseln verletzen, ändert sich das. Wir können das zusammen. Ist das nicht unser? Oh ja, jetzt. Jetzt geht's los. Ich sagte, nicht schießen. Wer hat zuerst geschossen? Die haben zuerst geschossen. Schrotflinte! Bam! Ich kann nichts sehen! Bam! 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 Ich treff gar nichts hier. Ein Ballerspiel, ja. Das war aber Spaß. Das muss man ein lassen. Killerspiel. Ja, von wem habe ich das Spiel eigentlich? Selbst gekauft und ich habe dich ein bisschen unterstützt. Das war doch dieses 4-Pack von Ubisoft. Genau, du hast mir ein Spiel davon so gesehen gekauft. Ja. Von den dreien. Von den vieren. Endlich was anderes. Wir kommen. Leicht. Ah, nee, stimmt ja. Ich nehme jetzt eine Sniper mit. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich wieder Partnerkanal von Oliver3911. Das muss der jetzt sein. Ja, ist ja okay. Ich hatte das jetzt noch irgendwie gar nicht nirgendwo gesagt. Also.
Das passt. Ja, dann sage ich jetzt mal, dass der T-Monty Plays ein toller Let's Player ist. Abonniert ihn. So, jetzt haben beide ein bisschen was gesagt und gut. Ja. Das musste jetzt auch sein. Darauf möchte ich noch was hinweisen, dass wir uns einfach wieder vertragen haben. So. Ich und Oliver. Ja, das hoffe ich mal nicht, dass ihr einfach so Partnerkanäle seid, ohne dass ihr euch vertragt. Naja, keine Ahnung. Wir haben so gesehen einfach Schnee von vorgestern. Bewegung. Von vorvorgestern. Von vorgestern, nicht vorvorgestern. So, dann. Go. Ach, der da. Ich glaube, Krieg ist nichts für mich. Kopfschuss. Und Kopfschuss. Ich glaube, die Fans haben wieder was zu lachen, wenn sie mein Video sehen. Ich gehe da raus und dann schrei ich los. Ey, das gibt's nicht. Ah, nee, das ist nix. Geh weg! Oh. Ach, ich treff einfach nix. Mein Gott. Ist, Tipp. Warte, was soll ich sagen? Tot. Du kannst dir bei den Waffen jetzt auch dieses Zahnrad anklicken und dann kannst du Steelfernrohr und sonst was auch. Ich weiß es schon längst. Hast du es mir mal irgendwie gesagt? Nö. Ich dachte, das fällt dir selber auf. Es ist mir erst seit Rainbow Six Vegas 1 aufgefallen, okay? Warte, dein Weg. 13 für Mate. 16. 50! Yay. Ja, das ist auch ein super mega PC. Den ich auch irgendwann mal habe. Boah! Da ist ja noch einer. Na komm her. La Cucaracha, la Cucaracha, de risa de ne. Ich sag da jetzt einfach mal nichts dazu. Unter dir. Müssten auch welche sein. Ach was. Oder doch? Na egal. Egal. Vielleicht haben wir die doch schon mal getötet. Aber beim letzten Mal war das so, als ich gegangen nach unten und dann so bam bam. Bishop, ich möchte mich nur. Jetzt nicht. Jetzt ja, da. Genau, da waren es mehr. Hä? Ja, mehr als wir es so durchgespielt haben. Ja, danke, dass du mir ablenkst und ich sie denn angreifen kann. Ja, bitte, ich bin tot. Ja, ich sehe schon wieder, ich werde... Spielst du mit Absicht Kamikaze? Ja, ich finde es lustig. Leute, alles was er macht, ist mit Absicht. Er opfert sich immer freiwillig. Ja. Damit der Jones gut dasteht. Ja, irgendwie schon. Ja, aber mehr gelöst. Automat! Toll. Die zwei Eingänge sehen. Die Tangos haben Barrikaden auf dem Platz davor errichtet. Wir haben alles umgangen und sichern jetzt die Hinterausgänge. Die Jungs stecken in der Oh nee, nicht das. Oh shit. Also, niedriger kann ich die Einstellung echt nicht machen. Oh, ja genau, die Stelle war doch scheiße. Ach, ich erinnere mich, ich sogar auch. Nee, ich mehr als du, Morde. Tode. Wie gesagt, Morde an mir selbst. Jetzt spawn ich hier neben, hinter, über dir. Ja. Hast du das? Nee, eigentlich nicht. Da ist noch einer und da sind sogar zwei. Ich will die Sniper haben. Na also. Nein, Lacko Bratscha. Nigga, wie die Sade. Quickscope. Ich sehe da gar keine mehr. Ah. Und da ist noch einer.
Wieso lebt er noch? Oh, Headshot. Auf mich. Auf Deutsch übersetzt habe ich ihm gerade gesagt, Kopfschuss auf mich. Kopfschuss auf dich. Ja, war doch so. Leute, kommt raus. Wo ist denn da noch einer? Da. Ich lasse jetzt mal die Sniper hier. Ist es tot? Es ist tot. Ja, es ist tot. Und jetzt kommt der Überraschungsangriff. Du hast ihn geschildert, das ist okay. Der redet laut. Was? Was ist los? Wow. Wo schießt mich da einer ab? Von hinten. Ja, auf die feine Art. Von hinten. Ja. Schön. Oh nee. Keine Sorge. Könnte schlimmer kommen. Toll. Könnte schlimmer kommen, das Spiel könnte abstürzen. Ach so, oh nee, wir sind ja wieder hier, gell? So schlimm auch wieder nicht. Zack, 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 zack. Ah! Oh, die mit ihren blöden Granaten. Keine Hobbys. Ja. Da, 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 da. Da, kann man die Waffen wechseln? Nee. Hä? Was war denn das jetzt gerade? Was denn? In dem Bereitbildschirm konnte ich meine Kamera bewegen. Das sah sehr komisch aus. So, ich habe einen Schuss. Jetzt geht okay, vielleicht schlecht. Wir haben alles umgangen und sichern jetzt die Hinterausgänge. Jungs stecken in der Klemme. Wir haben sie, wenn sie einen kühlen Kopf bewahren. Ja, der Shot. Wieso treffe ich den einfach nicht? Sagte, wir brauchen mehr Männer. Wieso benutze ich eigentlich manuell? What? Warst du auch tot? Nein, fast. Wieso saß der dort? Der ist da hingestorben, hast du ihn gesehen? Nee. So, hier bin ich. Oh Gott, nee. Kommt, geht sterben. Ich hab mich geopfert, aber ich hab ein paar erwischt. Ah, das waren vier. Ups, das war meine Granate. Naja, okay. Ey, das ist doch. Lass die mal hier. Halten. Gut. Haltestellung. Schickt ihnen den Plan des Funkturms. Voraus sollten sie zwei Eingänge sehen. Die Tangos haben Barrikaden auf dem Platz davor errichtet. Wir haben alles umgangen und sichern jetzt die Hinterausgänge. Die Jungs stecken in der Klemme. Wir haben sie, wenn sie einen kühlen Kopf bewahren. Kuh. Boah, ey, die Kamera wackelt wieder. Hast du den oben schon? Ja. Oh, nicht wieder der, ey. Du stehst mitten im Bild. Entschuldigung. Ich knall gerade los und dann so. Die gehst davor. Granate! Oh. Granate! Oh. Wow. Das Spiel war, ne? Also, ich finde die erste Mission noch am schlechtesten. Ich weiß auch nicht warum, ich hab's jetzt so oft gespielt. Ja, ne? Aber danach wird's lustig. Da wird's nämlich richtig schwer. Hey, du da, komm mal raus. Genau, sollte ich. Dass der nicht mal treffen kann. Wer, du? Ja, ich. Und jetzt kann der nicht aufstehen, oder? Der da? Der. So. Das müsste es gewesen sein. Ich gebe Rückendeckung. Oder Seitendeckung, nenne ich es mal. Ich werf mal eine Granate. Und noch eine.
Jawohl. Ich mag C4, um ehrlich zu sein. Ich mag Granaten. Ist C4 nicht eigentlich illegal? In Deutschland ist alles illegal. Okay, das war jetzt nicht. Nee, warte. C4 war irgendwo anders. Egal. Oh nee. Nee. Du weißt, was das ist. Du musst den da hinschicken. Und ich bleib hinten. Lalalala. Keine Sorge, du wirst gedeckt. Hier gibt's ja so einen komischen Glitch, dass der dort oben, wo dort aus der Tür kommt, immer wieder neu spawnt. Und da kann man dann unendlich oft den killen. Und dadurch ziemlich schnell Level abkommen. Tag alle miteinander. Ayo, 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 Aoyama ist mein Name. Ich wäre ein komischer Kerl mit Brille. Es geht weiter. Komischer Kerl mit Brille. Oh Gott. Ich ja irgendwie. Das sind so cool aus. Würdest du nicht lieber hier in der Nö. Ach, da bist du. Oh Gott. Oh ja, die Scheiße, die kenne ich noch. Die Mission? Nee, die Gegner hier, wo da überall spawnen. Ja, das war's schon. Ich helfe ihm! So, das sollte reichen. Ey, wie wäre das hier weiß? Ja. Wir haben ihn nie gerechtet? Gerettet. Doch, ich? Nein, davor nie. Ja, stimmt eigentlich schon. Aber der war auch immer nie verwundet. Weil er immer warten durfte. Ja, das war Level 1. Mhm. Ihr wisst doch, ihr entkommt mir nicht. Schön, Sie wieder. Bishop, Six ist in der Leitung. Ich stelle ihn durch. Und wir dachten, ich dachte, ich bleibe fürs Erste in der Akademie. Ich weiß, aber das ist heiß. Die NSA glaubt, es könnten bereits chemische Waffen im Herzen von Vegas sein. Oh Gott! Logan ist auf einer Mission in Mexiko. Dort baut sich was zusammen, was bald nach Norden kommen könnte. Deputy Director Lawrence von der NSA überwacht diese Mission, aber bedenken Sie, Rainbows Job ist es, Zivilisten zu schützen. Verstanden. Ich höre dein X-Fire. Wir haben eine delikate Situation hier. Wir haben Waffenkomponenten verfolgt, darunter chemische, von Mexiko bis hierhin. Wieso hörst du mein X-Fire? Ist das so laut? Ja. Hört auf. Und das war's, wie du hörst. Ausstattung. Wir sehen uns unten. Ja, ja. Ab hier macht Spaß. Ab hier macht's Spaß und ab hier fängt gleich ein neuer Part an, würde ich sagen, oder? Ja, meinetwegen. Coyotes, Menschenschmuggler. Wir wissen nicht, was sie mit Chemiewaffen wollen. Die Cabreros sind nur Geld interessiert, nicht an Politik. Warum kümmert sich die NSA nicht darum? Genau. Unser erster Agent wurde erwischt. Aber wir haben noch einen Undercover vor Ort. Sein Job ist es, zu bestätigen, dass sich Waffen im Cabrero-Lagerhaus befinden. Ist es in diesem Fall einzuschreiten. So, das war Part 1 von Let's Play Together Mass Effect. Was? Weißt du? Rainbow Six Vegas 2 mit genau. Jones Einsatz zum Spiel. Ich meine, Kalarot FD und Jones Einsatz zum Spiel Tipps. Genau. Wir sehen uns, oder? Wir sehen uns im nächsten Part. Genau. Bis dahin. Ciao.